Ich bin schon mal ein paar Kurse, ich bin Diplompsychologe und so weiter und so weiter. Selbstliebe-Challenge, Advance geht los. Wohlfühl-Challenge geht los im 1. Februar und passive Bindungsangst. Und wir haben noch bis Ende Januar den Bootcamp-Rabatt. Findet ihr alles auf liebeschip.de. Hier haben wir mal wieder, wenn ich dran denke, dann blende ich mal das Video Meilensteine einer Beziehung ein. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Video von mir. Guckt euch das an, die vier Meilensteine. Und hier haben wir wieder, in dieser Mail geht es um den Meilenstein Progression. Das heißt, Progression heißt, schreitet, also dieser Dating-Prozess, schreitet er voran oder nicht? Also und oder man sagt so Meilenstein vielleicht ein bisschen, also vier Kennzeichen einer gesunden Beziehungsentwicklung und einer davon ist Progression. Jetzt frage ich mich nicht, was die anderen waren. Also Intimität und noch zwei. Ich komme gerade nicht drauf. Sonst, wenn ich das vergesse, das einzublenden, schreibt es bitte in die Kommentare überhaupt. Lasst mir ein Abo da. Wir sind auf einem guten Weg. Ich wollte ja bis April 30.000 Abonnenten haben und sind jetzt bei 29.000 und die letzten 1.000 schaffen wir ja auch noch. So, eine Nachricht von Dokulevskula. Ja, die Russin schreibt wieder, hallo Christian, Ende letzten Jahres habe ich einen Mann kennengelernt. Am Anfang 1,5 Wochen auf Tinder. Finde den Fehler, kann ich nur sagen. Aber, naja, warum nicht? Ich verstehe, warum man das macht und ja, war da früher auch schon mal drauf, aber das war irgendwie früher. Früher war ja alles besser, nein, aber irgendwie habe ich schon den Eindruck, dass Tinder, also ich weiß auch nicht. Naja. Aber ich verstehe, dass es schwierig ist. Aber man kann sich schon, es geht ja wieder mehr im Real Life, ne? Macht den Dating-Kurs, da stehen auch viele Tipps zum Real Life drin. Naja. So, er hat nach einem Treffen gefragt. Also 1,5 Wochen auf Tinder zu schreiben, ist schon viel zu lang. Also wie gesagt, guckt in meinem Datingkurs rein, 4-5 Mal hin und her schreiben, Date machen, fertig. Viel zu lang. Ich lasse das jetzt mal außen vor, warum und wieso. Erstmal habe ich da Videos zu gemacht, ist in meinen Kursen drin, in geordneter Weise. Ja, guckt da mal rein. In der Zeit erkannt, dass wir viel gemeinsam haben. Das kann man nur in letzter Konsequenz nur live sehen. Er hat nach einem Treffen gefragt. Ja, das ist ja schon mal gut. Wir sind zu WhatsApp rüber gewechselt. Da hat er gleich zu Beginn mit Hilfe eines Videos erzählt, dass er introvertiert sei. Warum? Warum kann man sich nicht einfach treffen? Das ist genau dieser Irrsinn, den ich einfach nicht verstehe. Also warum? Also hat jetzt nichts mit dir persönlich zu tun, aber so, warum machen wir das? Oder warum machen, also wo ist der Sinn? Video zu schicken. Warum kann man sich nicht einfach treffen und sich einen eigenen Eindruck machen? Und überhaupt, wie macht das einen Mann attraktiver, dass er ein Video schickt, der ist introvertiert? Ich verstehe es nicht. Warum kann man nicht irgendwas machen, was einen attraktiver macht in den Augen einer Frau? Ich habe ein Video, ich bin übrigens hochsensibel, schwierig und introvertiert und weiß ich nicht, und bin in der Kindheit gemobbt worden und was bringt das? Ich verstehe es nicht. Gut, okay, hab das so aufgenommen. Die ersten Treffen waren mega super. Ja, also was hat ihm das jetzt gebracht, dieses Video? Ich verstehe es nicht. Ich glaube nur, dass er dann der Zeit Lovebombing betrieben hat. Ja, ich sag's nur mal, Sicherheit, Lovebombing machen nicht nur Minuspole, machen auch Pluspole. Ne? Nicht, dass man immer denkt, dass das jetzt von wird so ganz schlimm manipuliert oder so. Kann auch einfach so eine Neediness sein, ne? Viele und immer geschrieben, viele Bilder und Songs geschickt. Ja, man sollte einfach weniger schreiben und sich mehr treffen, aber gut. Ich verstehe dieses Problem. Ich erinnere mich an Tinder-Dates. Ich glaube, mein letztes Tinder-Date, was ich in meinem Leben hatte, 1887 oder so, da weiß ich noch, da waren wir auf einem Date, da hat die Frau gesagt, das ist, also nicht, dass sie mich irgendwie, das war bevor ich bekannt geworden bin, also mini bekannt geworden bin, die hat gesagt, ich weiß nicht, wir waren auf einem Date und dann sagt die Frau, das ist so toll, boah, du bist so toll, Wahnsinn, lass uns sofort ein zweites Date ausmachen, das, was ich ja normalerweise nicht mache,
nicht gemacht habe. Man, lass uns ein zweites Date ausmachen, das ist so toll. Habe mich breitschlagen lassen, wir machen ein zweites Date aus. Dann schreibt sie mir abends, ja, irgendwie Funke wäre nicht so übergesprungen. Da habe ich echt gedacht, diesen Scheiß will ich irgendwie, es ist einfach ein fucking Irrsinn, es ist einfach ein fucking Irrsinn. Und das kann man nicht verstehen, ich habe auch gar keine Lust, das zu verstehen, aber das ist, was auf Tinder passiert, so, ne? Oder manchmal auch auf anderen Dating-Apps und das erlebst du jetzt ja auch. Also, man, da geht ja gleich was schief, können wir uns ja vorstellen. Und warum hat er dann vorher so viele Bilder und Songs geschickt? Ja, das ist manchmal auch so eine Pluspol-Kram, ne, dass Leute sich dann zu sehr verlieben und dann können sie es aber, oder dann weiß ich nicht, oder das heißt Pluspol, kann man gar nicht so sagen, oder dann ist erst Verlustangst, dann kommt schon wieder Bindungsangst, alles. Aber letztendlich, du kennst die Menschen nicht, viele sind sehr schwierig auf Tinder, vor allen Dingen ab einem gewissen Alter, das sind einfach statistische Effekte. Naja, können wir uns, glaube ich, sparen hier. So, hat sogar angeboten, dass ich bei mir in der Firma eingestellt werden kann. Das finde ich jetzt wirklich so eine Art Pluspol-Red Flag, muss ich wirklich sagen, weil das ist einfach viel zu needy. Also, aber gut, egal. Wir haben uns täglich geschrieben, dann beim vierten Date sind wir uns näher gekommen. Auf meiner Couch daheim rumgeknutscht und gekuschelt. Das heißt eigentlich kuscheln jetzt harten, kompromisslosen SEX oder ist kuscheln einfach kuscheln? Das weiß ich mal nicht so richtig. Am besten schreibt ihr das noch genauer. War schön. Ja, wäre jetzt interessant gewesen. Doch daraufhin hat er sich 2 Tage nicht gemeldet. Ja, ich kann ja nicht viel zu sagen. Das ist einfach typische Online-Dating-Irrsinn. Ich kann dir das auch nicht erklären. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht, vielleicht fand er das Kuscheln oder was immer, fand das nicht so, doch nicht so gut. Soll ja sein, soll ja vorkommen. Aber ich will dir das jetzt auch nicht einreden, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er jemand anders kennengelernt, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist sein ungarischer Cousin von seinem afghanischen Hausmeister wiedergekommen und sie mussten so viel Billard spielen. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht, ne? Er meinte, dass er kaum Leuten täglich schreibt. Ja, außer dir. Achso, nee, war verwirrt, habe ihn darauf angesprochen. Er meinte, dass er kaum Leuten täglich schreibt und ja, introvertiert sei. Ja, sorry, ich meine, was soll das jetzt sein? Gaslighting oder was? Ich meine, er hat ja bisher jeden Tag geschrieben. Und aber das ist genau, das ist eigentlich auch schon der zweite Meilenstein, den wir hier haben. Es ist eben nicht nur Kontingenz, es ist auch Konsistenz. Also was wir hier machen, ist nicht konsistent. Ne, weil er sagt, das eine macht das andere und das ist immer eine fucking Red Flag. So, ne? Hoffe, das ist verständlich. Und es geht ihm aber alles zu schnell. Ja, bisher ist es aber nicht zu schnell gegangen. Mein Gott, der ist doch keine 15 mehr oder was, vermute ich mal. Da habe ich akzeptiert, dass wir es langsam angehen sollen. Ja, und jetzt haben wir schon das zweite Problem, keine Kontingenz mehr. Kontingenz oder Stetigkeit ist, dass sich was aufbaut, ne? Und hier baut sich schon wieder ab. Kann man da schon abhaken. Wieso soll man das denn? Er hat es so schnell angegangen. Ihr seid auf dem vierten Date. Warum soll man das denn da langsamer angehen lassen? Kannst du abhaken, ey. Ehrlich, also ganz ehrlich, ey, bis zum 40. Date, da will ich, also wenn das in einer guten, startenden Beziehung, die es selten gibt, verstehe ich, will ich nichts hören von zu langsam und das soll einfach Peng machen und cool sein und klar, ja, weiß ich nicht, aber da will man doch nicht nach dem vierten Date schon, das erinnert mich gerade wie heißt das, Dschungelcamp hier mit diesem, wie heißt der, Philipp und diese Frau noch gar nichts gelaufen ist, den er schon gesagt hat, lass uns nochmal 4 Schritte zurückgehen. Ich meine, es ist eine ganz andere Dynamik da, aber ja, weiß ich, vielleicht habe ich das auch geguckt. So, Ende vom Lied. Wir haben uns insgesamt 8 Mal getroffen. Bei 3 Treffen sind wir uns eben näher gekommen. Was heißt denn jetzt hier näher gekommen? Das müsst ihr ein bisschen genauer schreiben, Leute. Das,
Das ist echt schon schwer zu beurteilen. Nach diesen Dates war es immer so, dass er danach stiller und sich distanziert hat. Ja, könnte ja auch sein, dass er, aber das wollen wir jetzt einfach alles gar nicht, will man alles gar nicht wissen, aber könnte sein, natürlich, dass er ein Bindungsangstthema hat. Alles Sachen, die nur nerven und ja, ist, glaube ich, der Wurm drin, ganz ehrlich. Es ist ja, wenn es ihm jetzt nicht gefallen hätte, dann könnte das ja einfach abblasen. Aber das ist genau diese lauwarme, verfickte Scheiße auf Dating-Apps, dass man so warm gehalten wird, also man weder richtig gewollt noch abgeschossen. Das ist genau diese Scheiße, echt wirklich, ey. Immer mit der Ausrede, dass er introvertiert sei, Me-Time, wenig Kontakt. Ja, deswegen sage ich immer wieder, falls du es noch nicht gehört hast, Standards und Dealbreaker, sehr streng im Online-Dating, das definierst du für dich. Das ist, und so, und ich würde für mich als Dealbreaker definieren, ja, Kontingenz und Konsistenz zum Beispiel, was wir jetzt hier heute besprechen. Und da würde ich feststellen, keine Kontingenz, keine Konsistenz, tschüss, das war's. Scheiße, ob du introvertiert bist, interessiert mich ein Dreck, interessiert mich nicht, ist mir scheißegal, warum du das machst, nervt mich. Next, fertig. Und das dann möglichst noch neutral bis nett kommunizieren, kein Ärger machen, einfach weiter geht's. Dann meinetwegen, wenn du dann Tinderst, date weiter, fertig. Irgendwann hat er auch das Thema, er habe nicht so viel Zeit, ja, aber bisher hat er das ja. Irgendwann hat er auch das, ja. So fühlt sich das an und dann wurde es immer schwieriger, mit ihm was zu planen. Bei den Dates war er aber auch super nett. Ja, sag ich ja, in Nordkorea gibt es auch mal schönes Wetter und trotzdem ist es Nordkorea, also das ist uninteressant. Weil man weiß ja, in welche Richtung das hier geht. Ja, er ist nett, gut. Aber da brauchen wir schon ein bisschen mehr für eine gelungene, beginnende Beziehung, ne? Wir haben viel Blödsinn gemacht, viel gelacht und so weiter, uns gut verstanden. Aber über Weihnachten und Silvester, in den letzten 2 Wochen unseres Kontakts, war eine Kommunikation bei ihm überhaupt nicht möglich. So über Weihnachten und Silvester, ihr habt 8 Dates, ihr habt womöglich mehrere Male SCX gehabt. So, und dann kann er nicht mit dir über Weihnachten und Silvester kommunizieren. Boah. Ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß es nicht, wie alt ihr seid, vielleicht ist es heutzutage normal, ich weiß es nicht. Ich würde denken, Leute, ich will, dass Leute wirklich verrückt nach mir sind vielleicht nicht, aber dass sie Religion wechseln, um sich mit mir zu treffen. Ach, jetzt sagen wir schon wieder welche. Ich wäre ein Narzisst. Also, nee, aber ihr versteht schon, man will doch Leute daten, die richtig Bock haben, einen zu treffen. Alles andere ist doch für den Arsch. Ne? Und die muss man natürlich suchen, die gibt es nicht so viele. Ne? Klar, außer vielleicht, wenn man ein Supermodel ist oder so, aber keine Ahnung. Aber ansonsten, ja, es muss man ein bisschen suchen und da macht Dating Spaß. So macht es keinen Spaß. Ne? Aber ich verstehe, dass du es am Anfang dachtest, dass es so ist. Und das ist genau dieser Wahnsinn. Ich kann auch nicht mehr zu sagen. Man braucht einfach unfassbar dickes Fell. Und meiner Ansicht nach ist schon falsch, 1,5 Wochen zu schreiben. Aber jetzt auch, ob das ohne Schreiben das natürlich genauso enden können. Ich weiß nicht, wie man das letztendlich vermeiden kann. Wahrscheinlich muss man auch seine eigenen inneren Anziehungspunkte da bearbeiten. Sein Liebeschip, aber das wird jetzt hier zu weit gehen. So. Es kamen nur einzelne Nachrichten. Gefühlt hat er sich dazu gezwungen, mit zu antworten. Ich wollte Tacheles sprechen und habe dann gemeint, okay, ist das Desinteresse oder wieder deine Introvertiertheit? Spielt keine Rolle. Es ist für dich einfach kein konsistenter Beziehungsverlauf. Trotzdem kannst du, ich verstehe, dass du dieses Gespräch führen willst, aber es ist eigentlich für die Katz. Ich sehe da keine Zukunft mehr, mich stresst dein Verhalten. Sehr gut, guter Kommentar. Da möchte ich den Kontakt beenden. Prima. Er meinte darauf hin, dass es wirklich nur in einer knappen Zeit liegt. Ja. Aber er würde vorerst mit einer Freundschaft weitermachen. Ah. Ah. Aber das ist genau, was ich meine. Ich meine, der soll sich verzehren nach dir. Natürlich nicht unbedingt so liebessüchtig, aber weiß ich nicht, ich unbedingt daten wollen und nicht, ja, ich mach dann, du lass uns doch Befreundschaft sein, du willst doch einen Mann daten, der alles will, aber keine Freundschaft, ne? Damit wir nicht bis keine Erwartungen vorhanden sind, ja. Aber das sind genau diese Sachen, wo ich euch raten würde, vor allen Dingen, wenn ihr euren Liebeschip umprogrammiert, lasst diese ganzen unklaren Kontakte sein, geht da nicht drauf ein, auch keine Freundschaft, so, ne? Ich wollte das nicht.
Mal einen Applaus. Hab den Kontakt wirklich beendet und hab noch gesagt, dass ich mich vielleicht nach ein paar Monaten melden werde. Nee, du meldest dich mal gar nicht, also so ehrlich auch melden. Aber der Drops ist gelutscht, brauchst nicht drüber nachdenken. Jetzt grübel ich, gibt's keinen Grund für. Seine Wochen waren immer erst. Glaub mir, wenn ich will, findet Gründe und wer will, findet Gelegenheiten. Das geht irgendwie anders, das Sprichwort, aber schreibt bestimmt die Inhalte darunter. Also ganz ehrlich, was ist er denn? Ist er jetzt der Bundeskanzler oder was weiß ich? Selbst die, weiß ich nicht, daten und was weiß ich, oder haben Ehefrauen, oder keine Ahnung. Nee, also ganz ehrlich, ey. Hat er einen 24-Stunden-Job oder was? Und selbst wenn er so viel arbeitet, was hat er halt keine Zeit für eine Beziehung. Das ist gehopst wie gesprungen. Ne? Dabei hat er doch immer diese Introvertierte als Grund vorgegeben, warum er mir nicht oft schreiben kann und er auch so viel Me-Time braucht. Für mich klingt das tatsächlich so, als ob er mich nicht treffen wollte. Sich aber nicht getraut hat, das zu sagen. Feige, oder? Du, ich habe keine Glaskugel. Wie gesagt, das muss vielen Leuten unheimlich viel Spaß machen, diese... Vielleicht macht es einem Spaß, wenn es einem auch so um Aufmerksamkeit geht, ne? Weil jetzt hat er sozusagen eine Freundin, kann dich vollheulen mit irgendeinem Kram und kann die nächste Lady daten von Tinder und die macht dann vielleicht auch zu einer Freundin und dann hat er irgendwann, weiß ich nicht, ein dickes schwarzes Notizbuch mit ganz viel Aufmerksamkeit, vielleicht geht es ihm darum. Aber am Ende des Tages nicht, was du willst. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.